Das hier, hier geht's weiter, ne? Genau. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Erstmal vielen Dank für die Anmoderation. Da waren jetzt so viele Stichworte drin, über die ich überhaupt nicht erzählen werde, dass es auch schon fast wieder peinlich ist, weil ich rede eigentlich nur über, wie Sie sehen, wie Tiere sehen und so ein paar interessante Dinge halt eben darüber, was Ihr Auge so mit Ihnen macht. Denn Sie werden feststellen, es ist alles gar nicht so, wie Sie das glauben. Weil Sie glauben, dass Sie ganz normal sehen und dass Sie mich jetzt hier alles schön farbig und in gutem Detail halt eben erkennen können. Und Sie werden gleich lernen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Und ich werde es halt so ein bisschen allgemeiner erzählen halt eben. Und am Ende komme ich dann auf die Frage, woher weiß ich überhaupt, wo ich mein Auge hinrichten soll. Und das hat tatsächlich auch ganz also praktische Auswirkungen. Fangen wir mal an damit. Also der Untertitel ist, unser Auge ist keine Kamera, sehen als komplexe Leistung des Gehirns. Okay. Grundsätzlich, und da funktionieren schon die Videos nicht, ist Sehen ein Distanzsinn. Und Sie können sich vorstellen, Sehen ist dafür da, damit Sie auf eine Distanz tatsächlich etwas erkennen können und im Zweifelsfall entweder weglaufen oder sich dem nähern. Das hat halt den großen Vorteil, dass Sie nicht erst Ihre Somatosensorik benutzen können und benutzen müssen, um herauszufinden, ob da irgendetwas Gefährliches ist, sondern Sie können halt eben auf Distanz tatsächlich erkennen, was da ist. Und deswegen dient es auch zum einen zur Feindvermeidung, das ist das eine, und zum anderen, und da weiß ich jetzt nicht, ich hoffe, das Video funktioniert, zum Nahrung finden. Das hier ist ganz nett, das wäre ein ganz nettes Video gewesen. Ich weiß, ich habe die Technik zum Wahnsinn getrieben, weil ich weiß nicht, wie viele Videos eingebettet hatte. Doch, da ist es, genau. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel, ja, das war leider das Problem. Es läuft eigentlich ein bisschen länger, das ist so ein kleines Videospiel, wo halt Ameisen langlaufen und der Frosch erkennt es natürlich als Bewegung und der Besitzer des Frosches hat ihn ärgern wollen und hat aber irgendwann vergessen, dass jede Bewegung natürlich für den Frosch dann ein Beuteobjekt darstellt und im Original ist da auch noch ein Sound dabei, den lasse ich jetzt aber. Okay, jetzt sehen Sie es nochmal und dann irgendwann bewegt sich dummerweise der Daumen. Und das ist ein großer Goliath-Frosch und das tut weh, können Sie mir glauben. Okay, seit wann gibt es überhaupt Augen? Und das ist tatsächlich ganz faszinierend. Augen, damit überhaupt sowas wie ein Auge funktioniert, brauchen Sie eigentlich eine molekulare Erfindung. Diese molekulare Erfindung ist ein Molekül, ein Sensor, der überhaupt in der Lage ist zu erkennen, ist es hell oder ist es dunkel. Und dieses Molekül, ja, das also praktisch bei Lichtbestrahlung einfach seine Form oder irgendetwas ändert. Das ist unglaublich früh entwickelt worden. Das ist in der Evolution so früh entwickelt worden. Das ist das Retinal. Das ist ein Carotin-Derivat. Carotin, Sie erinnern sich, ne? Kind isst die Karotten, ist gut fürs Auge. Ja, ist so. Es ist ein Vitamin-A-Derivat, das Retinal. Und das ist ganz früh erfunden worden, so früh, dass alle Tiere auf der Welt, die etwas mit Licht machen, tatsächlich dieses Retinal verwenden. Das heißt also, eine Qualle hat genau das Gleiche, den gleichen Sehfarbstoff wie wir. Ja, oder wie zum Beispiel der Regenwurm. Der Regenwurm hat zwar keine Augen, aber der Regenwurm hat tatsächlich auch Lichtsinneszellen und die braucht er dafür, damit er halt eben weiß, wo ist hell und damit schlecht, weil Vögel, und wo ist dunkel und damit gut, weil Futter und Sicherheit. Augen, wie gesagt, sind sehr früh entwickelt worden. Schon Quallen haben ganz hervorragende Augen und können sich damit wirklich sehr gut orientieren. Und solche faszinierenden Augenstrukturen, ich weiß nicht, habe ich hier einen Pointer? Doch, der, ne? Ah, kann man nicht erkennen. Okay. Also mit einer Hornhaut und einer Linse und in dem Fall sogar zwei Netzhäuten hintereinander und im Spiegelsystem, dass das nochmal zurückwirft. Können Sie sich vorstellen, wer so ein kompliziertes Auge hat? Ha! Die. Und die haben sogar ganz viele davon. Haben Sie schon mal Jakobsmuscheln gegessen? Das ist eine Jakobsmuschel. Jakobsmuscheln, vielleicht können Sie es hier unten erkennen, diese blauen Punkte, das sind alles diese blauen Augen. Unglaublich komplizierte kleine Augen. Jetzt könnte man sich fragen, warum braucht eine Muschel Augen? Die braucht die tatsächlich, weil der größte Feind der Muschel ist ein Seestern. Und die können tatsächlich abhauen. Ja? So eine Muschel kann durch schnelles Klappen tatsächlich weglaufen. Ja? Das heißt, die flieht jetzt vor ihrem Erzfeind, dem Seestern. Und dafür hat sie tatsächlich Augen. Und zwar ziemlich komplizierte. Und ich wollte eigentlich nur den Punkt machen, Augen, so wie wir sie kennen, sind tatsächlich jetzt nicht etwas, was nur wir Menschen oder so entwickelt haben. Das hat sich ganz früh schon entwickelt und in unglaublicher Formenvielfalt. Und da könnte ich jetzt alleine irgendwie 3 Tage drüber reden, halt, was für faszinierende Augentypen es gibt und auch Augenformen. Also das da unten ist eine Stielaugenfliege, die hat die Augen ganz nach außen gesetzt. Und wenn Sie sich mal vorstellen wollen, wie sich das anfühlt, ich glaube, hier gibt es auch sogar mit solchen Periskopaugen die Möglichkeit, mal als Stielaugenfliege durch die Welt zu laufen. Wenn Sie sich fragen, wie kommt man auf diese blöde Idee, das waren die
Weibchen schuld. Die Weibchen haben irgendwann mal bei dieser Art angefangen, Männchen toll zu finden, die die Augen weit auseinanderstehen hatten. Das heißt also, die Evolution hat dann ganz schnell die Augen so weit wie möglich auseinander gemacht. Sozusagen das Insektenäquivalent von Brad Pitt sehen Sie hier gerade. Gut, was gibt's noch? Das ist, da kann man auch viel drüber sagen. Springspinnen. Ich weiß, ganz viele Leute mögen ja keine Spinnen, aber wenn Sie mal die Gelegenheit haben, so eine kleine, mobile, kleine Springspinne zu sehen, gucken Sie mal genau hin. Unglaublich tolle Augen, und zwar 8 Stück. Damit können die weite Strecken springen, die können erkennen, wie weit ist eine Fliege entfernt, können draufspringen. Also ganz faszinierende Augen, die wir da haben. Und auch bei den Wirbeltieren, also sozusagen bei den Tieren mit Wirbelsäule, zu denen wir auch gehören, gibt es immer noch vieles Faszinierendes. Hier ist ein Fisch mit einem durchsichtigen Kopf, ein Tiefseefisch, der kann sowohl nach vorne gucken als auch nach oben gucken. Der kann seine Retina sozusagen umklappen und kann dann mal nach oben schauen, wo vielleicht irgendwie ein Feind oder irgendwas ist, oder halt eben nach vorne, wo vielleicht Beute zu finden ist. Und eine Sache abschließend dazu, die mich, vielleicht geht es Ihnen ja genauso, ich habe es gerade schon erzählt, vielleicht auch an die Grenze meiner Vorstellungskraft bringt: Chamäleons. Chamäleons können ihre Augen komplett unabhängig voneinander bewegen, das wissen Sie. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Welt, Ihre visuelle Welt ist immer geschlossen. Es ist immer eine Welt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten Ihre Augen komplett unabhängig voneinander... Kann sich das vorstellen? Ich nicht. Ich habe da immer mal wieder drüber nachgedacht. Aber genau, also das ist ungefähr das, was Sie haben, wenn Sie nach der 4. Mars auf dem Oktoberfest versuchen, noch irgendwie eine Kohärenz in Ihre Welt zu bringen. So stelle ich mir ungefähr vor, wenn man ein Chamäleon wäre. Okay, gut. Jetzt habe ich aber anfangs gesagt, das Auge ist keine Kamera. Was heißt das? Unsere Vorstellung ist doch, oder? Du denkst doch, oder? Du siehst mich doch, oder? Wie eine Kamera, wie so ein Bild, oder? Glauben wir. Was wir in Wirklichkeit machen, und das ist jetzt sozusagen ein bisschen sperriger Satz, das Sehen ist nicht die Abbildung eines Bildes, sondern tatsächlich Sehen ist ein total interpretativer Prozess. Das heißt, wir interpretieren das, was aus der Umgebung kommt, und diese Interpretationsregeln, die sind ganz fest, die merken wir noch nicht. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Welches Quadrat ist heller, A oder B? Hey, du kannst gut gucken, oder? Welches ist heller, A oder B? Was meinst du? A oder B? Das obere oder das untere? B, ja. Oder denken die meisten, oder? Ist aber nicht. Ist es nicht. Kann ich hier auch zurück? Nee, kann ich nicht, ne? Na schade, wenn ich zurückgehen würde, würden Sie sehen, die sind tatsächlich gleich. Warum ist das so? Warum sehen wir, dass B sehr viel heller als A? Ganz einfach, weil wir sehen, in diesem Bild ist ein Schattenwurf. Schattenwurf bedeutet, die Lichtintensität, die von etwas daher kommt, ist geringer. Das heißt, wir müssen das sozusagen im Kopf verändern, die Farbe. Und deswegen sehen wir diesen Bereich heller, obwohl er physikalisch gesehen keinen Unterschied hat. Ein anderes Beispiel, was wir immer wieder haben, das hier, könnten jetzt, glaube ich, alle hier fragen, die oberste Reihe kommt aus der Tafel raus, ist also konvex, darunter konkav, konkavum, ne, mit Höhlung, konkav, konvex. Warum sehen wir das so? Ganz einfach, weil wir in einer Welt groß geworden sind und unsere Vorfahren auch und unsere Evolution hat uns darauf trainiert. In dieser Welt kommt das Licht von oben, die Sonne ist nämlich oben. Und das bedeutet ganz einfach, wenn bei einem konvexen Gegenstand das Licht von oben kommt, dann haben wir diese Helligkeitsverteilung und beim konkaven Gegenstand haben wir die andere Helligkeitsverteilung. Und das ist eine ganz automatische Sache, die wir permanent machen, die wir gar nicht realisieren. Das ist der Grund dafür, warum wir solche Trompe-l-Malerei, diese Augentäuschmalerei machen können. Ja, damit können wir Dreidimensionalität halt eben auch im Bild erzeugen. Und unser Gehirn macht das ganz automatisch. Wenn wir eine solche Helligkeitsverteilung sehen, konstruieren wir daraus Dreidimensionalität. Okay? Ja, und noch ein schönes Beispiel. Ich wollte das immer mal mit meinen Sekretärinnen nachstellen, aber die weigern sich. Das ist ein Bild aus einem ganz alten Psychologie-Lehrbuch. Da hat der Autor seine beiden Sekretärinnen gezwungen, wahrscheinlich, sie sehen nicht so glücklich aus, sich auf den Gang zu setzen. Und was er zeigen wollte, war: Die hintere Dame ist sehr viel kleiner natürlich, aber wir erkennen, da ist Perspektive und die ist wahrscheinlich nicht viel kleiner. Und das ist auch etwas, was unser Gehirn automatisch macht. Und wie stark dieser Effekt ist, der also die hintere Figur mental vergrößert, sehen wir, wenn wir die hintere Figur mal rauslösen und daneben setzen. Das ist exakt die gleiche Größe. Und wenn Sie mir das nicht glauben,
dann können Sie es vielleicht hier besser erkennen, es ist exakt die gleiche Größe. Da sehen Sie, wie stark unser Gehirn tatsächlich die Perspektive dieses Bildes mit einberechnet in die Wahrnehmung. Und das sind alles Dinge, die wir automatisch machen, ohne dass wir darüber nachdenken, ohne dass wir überhaupt davon wissen. Okay, warum machen wir das eigentlich? Na ja, ganz einfach. Wenn ich jetzt sozusagen, ne, ich bin jetzt Primat und laufe durch die Savanne und da sitzt ein Löwe und da hinten sitzt ein Löwe, dann wäre es blöd, wenn ich glaube, dass da hinten der weniger gefährlich ist, weil er kleiner ist. Ja, weil der ist nämlich nicht kleiner, weil er nämlich weiter weg ist. Das heißt also, diese Kompensation der Entfernungsperspektive macht durchaus Sinn. Denn, und das ist ein wichtiger Punkt, um zu überleben, müssen wir schnell sein. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Warum macht das Gehirn solche Annahmen? Das Gehirn macht solche Annahmen, weil wir zum Überleben schnell sein müssen. Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch die Gegend und Sie sehen plötzlich dieses Bild. Da sollten Sie schnell reagieren können. Okay? Schnell zu reagieren hat aber sozusagen einen Zielkonflikt. Entweder ich bekomme ganz viele Datenmengen von außen und habe dann ganz tolle Entscheidungsgrundlage, dann muss ich aber ganz viel verarbeiten, bin aber wahrscheinlich richtig mit meiner Entscheidung. Oder ich mache so eine Quick-and-Dirty-Analyse, dann kann ich aber ganz oft unter Umständen falsch liegen. Das heißt also, dieser Zielkonflikt zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungsqualität, den haben wir eigentlich immer, wenn es um Sinne geht. Jedes Ihrer Augen, jedes, sendet über 1,5 Millionen Nervenfasern Informationen zum Gehirn. Jederzeit, jede Millisekunde. Bin ich schon durch? Oder habe ich noch Zeit? Ich bin entspannt. Sie sind entspannt, das ist gut, ich auch. Genau, also dieser Konflikt zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungsqualität, den muss das Gehirn irgendwie lösen. Und eine Möglichkeit dazu ist halt eben diese, ich sag mal, Shortcuts, diese Interpretations-Shortcuts, die wir eben gesehen haben. Und ein anderer wichtiger Punkt, und das ist eigentlich mein Hauptthema heute, ist, dass wir in unserem Auge nicht diese gleichförmige Abbildung der Welt haben, wie wir sie uns vorstellen, sondern wir haben in unserem Auge eine Stelle, die sogenannte Grube, die Fovea, und nur an dieser Stelle sehen wir wirklich scharf. Glauben Sie mir das? Ich habe 7 Dioptrien. Sie haben 7 Dioptrien. Dann seht ihr, trotzdem haben Sie eine Fovea und können wahrscheinlich an dieser Fovea scharf sehen. Der Punkt ist der, diese Fovea, also der kleine, der Teil sozusagen von der Welt, den wir überhaupt nur scharf sehen, der ist ungefähr so groß wie mein Daumennagel in der Entfernung. Etwa 1 Grad Sehwinkel. Das kann man visualisieren, zum Beispiel hier über dieses Auflösungsmuster. In der Mitte, wenn ich jetzt Sie angucke, dann gucke ich mit meiner Fovea Sie an, dann habe ich genau in dem 1 Grad Bereich habe ich eine ganz tolle Auflösung, ganz tolle Farbtauglichkeit. Aber sobald ich davon weggehe, wird das sehr viel gröber und sehr viel unschärfer und auch keine Farbe mehr. Und warum merken Sie das nicht? Das merken wir ja nicht, oder? Weil Sie können, wenn wir Zeit genug hätten, sie ist immer noch entspannt, wenn wir Zeit genug hätten, gucken Sie doch mal auf, keine Ahnung, hier, auf diesen Punkt. Fixieren Sie mal diesen Punkt und versuchen Sie mal, diese Fixation nicht wegzunehmen. Wirklich nicht wegzugucken, nur diesen Punkt angucken. Jetzt gucken Sie mal mit Ihrem inneren Auge, wie die Welt daneben aussieht. Nicht weggucken. Sie sehen 2 Dinge. Erstens ist es total schwer, nicht wegzugucken. Und zweitens, wenn Sie das schaffen, wenn Sie sozusagen mental daneben gucken, merken Sie, der Rest ist eigentlich total unscharf. Okay? Warum merken wir das nicht? Weil wir permanent Augenbewegungen machen. Augenbewegungen machen wir permanent. Witzigerweise sehen wir die nicht, wenn wir in den Spiegel gucken. Komisch, oder? Weil nämlich während der Bewegung unsere Wahrnehmung unterdrückt ist. Auch eine ganz interessante Sache, über die man lange reden könnte, dass wir eigentlich die Welt gar nicht immer wahrnehmen. Übrigens auch nicht, wenn wir zwinkern. Wir merken auch nicht, dass es zwischendurch mal dunkel wird. Das heißt, das Gehirn interpoliert. Man sagt einfach, oh, das ist wie vorher. Passt schon. Okay? Diese Augenbewegungen haben jetzt folgende Konsequenz. Ich komme gleich ans Ende. Wenn wir, das war früher mal, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, das war ein Comedian, der hat mal dieses schöne Programm gehabt, was guckst du? Und das hatte ich hier ganz schön gemacht, nämlich, wohin guckst du? Ja, weil Fakt ist nämlich, wir sehen nicht so ein Bild, sondern was wir tatsächlich in einem Moment sehen, ist eigentlich nur das. Einen winzig kleinen Ausschnitt davon. Das heißt, was wir jetzt machen über unsere Augenbewegungen ist, wir scannen im Grunde, ohne dass wir es merken, wir scannen die ganze Zeit das Bild ab. Okay? Und was dadurch passiert, ist, dass wir das Gefühl haben, das ganze Bild ist scharf. Weil wir immer da, wenn wir auf irgendwas interessant ist, gucken wir halt hin. Ja? Und das Gehirn sagt halt, oh, setze ich jetzt mal zusammen, dass alles scharf ist, den Rest ignoriere ich mal. Das ist eine ganz gewaltige Sinnestäuschung, die wir haben, die tatsächlich nicht real ist. Ja?
Okay, jetzt kommt noch ein Punkt. Diese Augenbewegungen, die sind ja einfach, wenn ich weiß, was ich angucke. Wenn ich zum Beispiel jetzt Ihr Gesicht anschaue, ja, ich bin ein Mensch, Sie sind ein Mensch, ich weiß, wo ihr in Ihrem Gesicht die relevante Information ist. Ne? Ich gucke auf die Augen, ich gucke auf den Mund, ob der grinst, ob die Augen zufallen und so weiter. Das heißt, das kann ich sehen. Also, wenn ich ein bekanntes Objekt habe, dann weiß ich genau, wo ich hinschaue. Jetzt kommt die spannende Frage. Wenn ich ein Objekt habe, von dem ich gar nicht weiß, was es ist, wo gucke ich denn dann hin? Titel des Vortrags. Nächste Bild. Achten Sie mal auf Ihr eigenes Gefühl dabei. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild und versuchen Sie sich mal zu beobachten, wie Sie gucken. Merken Sie, dass Ihr Auge versucht, irgendwie Sinn zu machen, irgendwie sich festzuhalten, und erst wenn Sie sehen, das ist ein Dalmatiner in einem ganz komischen Bild, ja, dann haben Sie ein Konzept davon. Aber solange Sie kein Konzept davon haben, was soll Ihr Auge machen? Es weiß ja nicht, wo irgendwas Relevantes ist. Okay? Und das ist natürlich hochrelevant, um zu überleben. Noch ein Bild. Bitte zeigen Sie auf in dem Moment, wo Sie glauben, irgendwas Interessantes zu sehen. Okay? Das muss ich noch einmal mitnehmen. Einmal noch gucken. Okay? Also, nächstes Bild. Aufzeigen, wenn Sie was Interessantes sehen. Eins. Zwei. Okay, drei. Vier hätten überlebt. Okay, weil der Wolf ist schon wichtig. Ja, ich kann leider nicht zurückgehen, sonst würden Sie sehen, halt, der ist auch vorher da gewesen. Ja? Warum haben Sie den nicht gesehen? Weil in dem Moment, was passiert? Sie haben keine Ahnung, was da ist. Was machen Sie? Ihr Gehirn, beziehungsweise Ihr Auge, versucht in diesem Bild in irgendeiner Weise etwas zu finden, was es anschaut. Weil es hat ja nur es hat die Notwendigkeit, die Fovea hinzurichten, und es muss es ja irgendwo hinrichten. Okay? Und was das Gehirn dann macht, ist tatsächlich, danke, jetzt sehen Sie, ne, er ist da, aber Sie erkennen ihn nicht. Warum? Weil Ihr Gehirn zum Beispiel auf diese starken Kontraste geht. Das ist etwas, was für unser Auge auffällig ist. Ja? Und die Frage also, wie kann man planen, wo man hinblickt, bevor man weiß, was man sieht? Ganz einfach. Unser Auge ist darauf, oder unser visuelles System ist darauf getrimmt, in der Bewegung alles als interessant, in der Peripherie, alles was interessant ist, ist etwas, was harten Kontrast hat, farbig ist, Bewegung hat. Den Wolf hätten Sie sofort gesehen, wenn da Bewegung gewesen wäre. Und jetzt überlegen Sie mal selber, wenn Sie im Internet surfen und Sie lesen irgendwas, was Sie eigentlich interessiert, und wieso gucke ich schon wieder auf dieses blöde Werbebanner? Weil es sich bewegt. Weil es sich ruckartig bewegt, weil genau das ist, was unser visuelles System in der Evolution gelernt hat, als, das könnte ein Wolf sein, guck mal lieber hin. Ja, das ist der Grund, warum man halt so schrecklich abgelenkt wird, halt eben, wenn sich irgendwo etwas bewegt. Wir können fast nicht vermeiden, dass wir dann da hinschauen. Ne? Das nutzen natürlich Leute, die im Internet werben, aus. Genau. Also, zusammenfassend, unser Blick fällt jeweils dahin, wo etwas Auffälliges ist. Und als letzte zwei Folien, da bin ich auch durch, das letzte zwei Folien noch, also ein Katzenvideo muss immer rein. Die Tatsache, dass Sie in der Fovea anders verarbeiten als in der Peripherie, das können Sie gleich auch an einem sehr schönen Bild, einer wunderschönen optischen Täuschung sehen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, aber die ist total schön, weil Sie sehen da Bewegung, gell? Aber immer da, wenn Sie hinschauen, wo die Bewegung gerade war, ist sie weg. Na, so ein bisschen dieses Tantalus-Bild, ne? Immer wenn ich versuche, es zu erreichen, ist es weg. Der Grund ist der, dass Sie halt in der Fovea anders verarbeiten als in der Peripherie. Und dieses Bild ist so gemacht, dass halt eben in der Peripherie immer sowas wie Bewegung erscheint, aber sobald Sie hingucken, sagt die Fovea, nee, da ist doch gar nichts. Ja? Und das Interessante an der Sache ist, damit sind wir bei der Frage halt, was sehen eigentlich Tiere? Tiere sehen das genauso. Und wenn Sie eine Katze haben, können Sie da echt Spaß mitkriegen. Und dann tut sie, was eine Katze immer tut, wenn sie eigentlich dusselig ist. Sie tut so, als ob sie das alles überhaupt nicht interessiert. Ne? Okay, und damit bin ich auch am Ende. Also, wohin schaut man? Letztlich war es ja die Frage. Und es sind im Grunde genommen zwei verschiedene Situationen. Das eine ist, wenn ich kein Vorwissen habe, was relevant ist, dann gucke ich immer dahin, wo irgendwas Auffälliges ist, wo sich was bewegt, wo ein Kontrast ist, auch übrigens, wo gerade ein Geräusch ist. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel rufen würden, würde ich auch automatisch hinschauen. Das hat dann auch noch was mit einer multisensorischen Integration zu tun. Aber egal. Das heißt also, ohne Vorwissen fällt mein Blick dahin,
wo er hingezogen wird. Mit Vorwissen. Wenn ich genau weiß, gleich kommt die Flanke. Ja, dann bin ich auch in der Lage, diese automatischen Mechanismen der Blicksteuerung zu unterdrücken. Das heißt, ich kann mich jetzt auf sie fokussieren. Ich kann genau auf sie fokussieren, egal was die anderen machen. Selbst wenn mir jemand eine reinhauen würde, würde ich immer noch auf sie gucken. Und dieses Spiel zwischen ich weiß, was ich will und fokussiere mich auf etwas und ich weiß nicht, was ich will und dann bin ich sozusagen eher getrieben von meinen Aufmerksam- oder Blicksteuerungsmechanismen. Das ist das, was mich fasziniert und das ist so ein bestimmtes Gehirnareal und da gucke ich halt so ein bisschen genauer hin, aber das will ich Sie gar nicht mit langweilen. Genau. Will nur noch abschließen damit, das hat natürlich auch einen großen Effekt auf unser Bewusstsein, weil da, wo wir hingucken, richten wir auch unsere Aufmerksamkeit hin und da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, richten wir auch unser Bewusstsein hin. Und insofern hat das dann schon auch Konsequenzen für, ja, was wir bewusst wahrnehmen und damit auch, wie wir die Welt wahrnehmen. Und damit sind wir am Ende, die Welt durch andere Augen sehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was über Ihre eigenen Augen erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus